Und zwar seit 1977. Und das war so, dass du draußen in der Pollenzeit kaum gehen hast können. Du hast die richtige Asthmaanfälle gehabt. Ja, Asthmaanfälle und vor allem hat es pfiffen und ich habe Niesattacken beim Autofahren gehabt, bis zu 20 Mal niesen während einer Autofahrt, also bei einer Autofahrt. Und in der Nacht hat die Frau heiße Kompressen gemacht, hast du erzählt? Heiße Kompressen, in dem ich einfach keine Luft mehr gekriegt habe und so hat, aber nicht geredet habe, hat das einfach, das sind die Bronchien einfach. Und mit dieser Allergie mehr so? Wie geht's dir da? Jetzt? Ja? Ja, ich bin ganz weg, weil heuer ist ein Jahr, was extrem war und es geht mir gut. Gut heißt was? Gut heißt, dass ich nur zweimal niesen müssen habe und einmal vielleicht pfiffen habe und sonst nichts. Bis jetzt. Und jetzt in der Hochallergiezeit gehst du draußen wacken, haben Sie mir gesagt. Ja, ich gehe wacken, ja, das stimmt. Es ist unglaublich. Ich habe so welche erzählt überall, ja. Cool. Das ist ein Wahnsinn für mich. Cool. Meine Familie ist komplett weg und die Kinder wollen jetzt auch nicht kommen. Also diese Allergie ist, ist wirklich was Hochwirksames und was Einfaches. Cool. Ja. Ich finde auch, das gehört unter die Leute. Okay, danke. Reicht.